Ich hab doch direkt darunter Dom gesehen, warum hat er denn nicht aufgehalten? Yeah. Noch gar nicht ganz da schon tot. Weg mit dir. Ja. Platz da, Cody. Ja, Mann. Komm denn dann noch? Leer. Boah, komm her. So. Tor? Tor. Tors Hammer. Ha, ha, ha. Jo, gehen wir jetzt mal hier rein. Jawohl, der Dom. Sofort sind Bert und Cole außen vor, was die Arbeit betrifft. Da sollen wir lang, hier gehe ich lang. Lauf! Weg von hier! Ja, dann geht doch. Scheiß auf die Typen, da drüben kommen wir wahrscheinlich eh noch früh genug. Achso, die schießen einfach nur. Ha. Wir müssen das Katapult ausschalten. Ja, dann schalten wir es doch gleich eben aus. Ich gehe den direkten Weg. Lauf dir doch da außen rum. So, was ist da los? Ja, das sind die gleichen, die auf der Jahrhundert. Yeah, Richter und Geschworener. Wahahaha. Wo bist du? Wo bist du? Oh, schon wieder einer so einer Digger. Müssen die Digger hin? Oh, mach aber einen langen Weg. Ja, haha. Komm, machen wir jetzt kurz den Prozess mit denen. So, jetzt kommt der mal richtig in Schuss. Oh. Böse. Wir gehen hoch. Das ist nicht meine Lancer. Da ist meine Lancer. Und dann gehen wir mal hoch. Nee. Hier lang? Da lang? Wir gehen mal hier lang. Ich hoffe mal, wir spielen nicht zu lange in dieser tristen Gegend. Das mag ich. Ich mag es einfach nicht, sondern es ist einfach so trist und so, ja. So tot ist. Es ist einfach nur tot hier alles. Ich will hier hoch. Ja, schleudern wir uns die Treppe hoch. Leiter. Sorry, Leiter, Leiter, Leiter natürlich. Zwei Diggers. Oder zumindest mit der Waffe Digger. Kann ich hätte ihn nehmen, jawoll. Wagen wir mal einen kleinen Test. Ah, ich muss das Ding halten. Jo. Oh. Voll erwischt. Und out of ammo. Ist ja egal, hab's, ich hab was getroffen. Frack, brauche ich nicht. Muni kann ich immer gut gebrauchen. Sniper will ich nicht. Ich blamier mich nicht nochmal damit. Und merkt ihr es dann endlich? Alter, bist du hässlich. Bist du ein hässliches Tier? Ein hässliches Tier bist du. Die haben einfach zum Katapult umgebodelt. Was ist denn da oben da los? Was macht der denn so lange?
Ich trödle hier rum und ihr seid immer noch nicht fertig. Aber sie von der Seite. Yeah. Ja. Und da schauen wir da hin, Ja, da ging doch jetzt gut ab. Hier irgendwas am Rumliegen, was ich gebrauchen könnte. Brauche ich nicht. Genau das brauche ich nämlich jetzt nicht. Und alle ab. Ja, jede Menge Waffen und Munition, aber nichts, was ich jetzt wirklich haben möchte. Nö. Aber jede Menge Munition. Ui, ist aber richtig übelst viel Munition am Liegen. Die ganze Munition an, die richten sich ja häuslich ein. Schnappt euch, was ihr braucht und dann weiter. Ja. Schauen wir mal, ob die ganzen Waffen alle voll sind. Ja, sieht doch gut aus. Liegt da sonst noch irgendwas außer Munition rum? Da liegt noch ein Retro-Lancer. Eine Sniper, ein Retro-Lancer, eine Sniper. Wir nehmen mal die Longshot mit. Scheiß drauf. Scheiß da die Wand an. Komm, und dafür nehmen wir den Retro-Lancer mit. Aber mit ein paar anderen Waffen hier rumfuchteln. Muss ja schließlich auch mal sein. Die Longshot. Und außerdem können wir damit auch dann wieder eine dieser Y-Kills machen, diese Spezialkills. Falls ich die nicht eh schon habe, das weiß ich gar nicht. Ah, was haben wir denn hier oben so Schönes? Eine Sequenz. Das passiert also, wenn man ihre Tunnel flutet. Sie bauen einfach anderswo neue. Ja, ich fand es schon etwas seltsam, sie hier oben herumstreunen zu sehen. Für Sonne und Strand sind sie sonst nicht zu haben. Offenbar haben sie sich ein neues Heim gebuddelt. Das Gebiet hier muss völlig untertunnelt sein. Hey! Der Kahn scheint landen zu wollen. Hat jemand Bock, ihn zu kapern? Ja, ein Flug erster Klasse zum Ambustor. Bin dabei. Funktionell, diese Fahrstühle von den Locust. Mache ich jetzt eine kleine Aufnahmepause? Ja, komm, zumindest ein bisschen machen wir noch, allerdings wird das nicht mehr lange dauern. Ah, da hat einer einen Alarm geschlagen. Nein. Ah. Schaltet sämtliche Wachen aus, bevor sie Alarm schlagen. Wo ist er denn? Und verladen. Kann ich halt eigentlich selbst auch blasen? Wäre eine ganz witzige So ein Locust-Schädel habe ich noch nie gesehen, so wirklich. Munition, Frack, brauchen wir alles nicht. So, bin ich mal gespannt, ob wir jetzt irgendwie halbwegs hier ruhig durchkommen werden. Ich wag's ja ein klein wenig zu bezweifeln. Eine Zecke. Was haben wir hier oben? Irgendwie so ein Alarmpunkt, den es gilt auszuweichen. Ja, kleine Zäckchen. Haben wir da noch irgendwo ein? Nein. So. Ach, verdammt nochmal. Willst du was?
So, den hat er, glaube ich, erwischt. Ach, was mache ich denn? Ich glaube, die liegen hier alle. Wo bist du denn? Ja, mach die Scheiße mal fertig hier. Wow. Das ist, glaube ich, diese One-Shot-Knarre. Ah. Wie, habe ich ihn doch erwischt? Oh, da kam doch gerade von irgendwoher ein Schuss von dieser One-Shot. Die mich zum Glück verfehlt hat. Ja, aber da haben wir hier schönes, jede Menge Munition. Mörser. Für die Viecher brauche ich keinen Mörser, ganz ehrlich. Na, komm her, fett, schaffen wir dich. Hat er gesagt, ein bisschen blamieren, geht jemand auch. Na, 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 na. Ja. Jetzt reicht es, ab, die werden es an der Hand. Oh. Die Viecher nehme ich doch gerne den Mörser. So, müsste hoffentlich reichen. So. Und? So, und? Liegst du wohl eigentlich? Na, also. Ach komm, Deckung einfach wegballern hier. Die streut aber doch ganz schön. Nee, ich glaube, damit treffe ich nicht vernünftig. Das ist mehr so eine Nahkampfwaffe, würde ich sagen. Munition. Schauen wir mal nach, wo haben wir einen? Direkt hier vorne, dann schmeißen wir direkt neben dir. Das müsste passen, oder? Boah, zumindest ein. Ja, jetzt habe ich die ganze Waffe bekommen. Ach, mein Gott, wie hasse ich das. So, komm. Dann machen wir jetzt mal vernünftig tot. Yeah. Jetzt noch der Longshot. Und ein Mini-Korps. Los, weg hier. Weg hier, weg, 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 weg. Ah, wow. Verdammte Scheiße hier. Ach, was mache ich denn hier? Komm, Chris, richtig. Bam. Boah. Mini-Korpser. Ah, verdammte Mistviecher. So, wofür haben wir denn die? Ja. Hier habe ich den kleinen Frack angehaftet. Angeheftet, natürlich nicht angehaftet. Wobei. Ne. Ich bleib jetzt ruhig. Das Haupttor. Vier Schuss mit der Longshot. 210 mit der Retro. Was versteckt euch denn? Hier ist doch gar nichts los. Ein paar viele Säulen setzen hier immer ein. Macht zwar optisch was her, aber ob es funktional sinnvoll ist. Oh, Munition. Jo, du, wie das Ding fast nur 210 Schuss. Na los, na los. Warm. Na los. Wo bist du denn? So. Ja, soll ich dann nachladen vergessen? Was ist denn hier los? Ach. Sagt hat doch jemand.
So. Ja, wie noch mehr. Ah, hä? Da ist schon wieder einer drauf. Seid ihr so doof zum Helfen? Nee, das wird ja nix, das wird ja nix. Stark. Ja, stark. Ah, kann man nicht so mit. Oh. Ich hab's aber ganz schön auf mich abgesehen, ja. Und rüber, 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 rüber. Schade, schade. Ich dachte, wir haben Munition dafür, die mir jetzt wesentlich mehr bringen würde. Komm, dann versuchen wir die einfach direkt auf ihrer Basis da anzugreifen. Ja, 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 ja. Ja. Ui, 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 ui. Da wollte man ein bisschen angeben und dann kommt sowas. Brauche Munition. Ja. Nehmen wir hier mal den Gnäscher. Da glauben wir den. Ja. Money, money, money. It's a money. It's a money world. Yeah. Oh Gott, zur Hölle, sie sollen uns keine Spielsachen mehr geben. Wow. Ja, das ist schon besser. Ich hätte Verstärkung. Ah, ich mag mich jetzt schon kaputt geschossen. Ja. Wo war jetzt das Thema? Ja, ich komme ja schon, Leute. Macht doch nicht mal so einen Stress hier. Tut ja so, ob wir jetzt über Leben und Tod entscheiden, ob wir jetzt da schnell durchkommen oder nicht. Hey, ja, dann sieht man. Ja, komm, dann macht er schon. Wir versuchen wieder mal diese. Wir gehen mal einfach. Oh, hier ist wohl nicht viel mit rumgehen. So. Hängt da oben auch jemand Explosives rum? Boah, der Bär, der liegt aber ganz schön das Tempo vor. Boah, ich glaube, die zieht aber mehr ab, die Retro, als die normale Lenzer. Ja. Den Loco-Stützpunkt erfolgreich abgeschlossen. Und worum geht's jetzt? Ein Knebelchen. Nimm mal. So, nun sind wir wieder etwas stärker. Eins muss man den Maden lassen. Sie bauen für die Ewigkeit. Jo. Irgendeine Idee, wo wir hier sind? In der Scheiße. Bis zum Hals. Warum muss der Hoffmann sich auch ans andere Ende dieser Mistwelt davon machen? Grabenkampf. Doch, noch lebt. Wann hatten wir das letzte Mal Flugkontakt mit dem Ambus-Turm? Vor über einem Jahr. Wenn er tot ist, behält Bernie die Diskette. Ja, ich würde sagen, Kontrollpunkt haben wir hier. Da drüben ist ein Kahn. Ja, den Kahn schauen wir uns bei der nächsten Folge an. Jetzt machen wir erstmal wieder eine kleine Aufnahmepause. Eventuell ist das sogar noch die gleiche Folge oder ich mache wieder eine kleine Folge mit Überlängen. Mal schauen. Man wird sich schon zeigen, wie wir es machen. Bis gleich.